überzeugt davon, dass ich niemals wirklich wach bin. Tequila and four roses of ice and weißen Martini und Tasse Kaffee und Streichhölzer. Bitte. Ich bin wie ein Sklave, der sich während der Siesta betrinkt. Doppeltes Elend in einem einzigen Körper. Ich bitte Sie, nehmen Sie mich doch nicht so ernst. Oder haben wir keine zweite Chance? Der Alltag ist wie eine Mutter. Nach einem längeren Ausflug in die Poesie und auf die Berge erhabener Bestrebungen. Schmeckt er nach allem, was warm ist im Leben. Was ist das Leben? Leben ist Ermüdung. Leben heißt ermüden und nicht denken. Steht so schlimm? Dich schwebt ein Sonnenuntergang aus leichtem Schmerz. Wir vergöttern die Vollkommenheit, weil wir sie nicht erreichen können. Wir würden sie verwerfen, wenn wir sie hätten. Das Vollkommene ist unmenschlich, weil das Menschliche unvollkommen ist. Das Leben wäre unerträglich, wären wir uns seiner bewusst. Wir sind Statisten in der leibhaftigen Tracht der Nutzlosigkeit. Ich habe mir immer gewünscht, dass es mir gelingen würde, mein Leben zu einer einzigen Werbung um eine Frau wie dich zu machen. Doch, doch. Aber immer wenn ich was will, ist es, als setze man mich in ein Fahrzeug, wie eine aufgegebene Ware. Nur die Idee erlangt, ohne Schaden zu nehmen, die Kenntnis der Wirklichkeit. Haben die Katzen schon was zu essen bekommen? Ja. Unser Leben ist eine Tragödie, die bereits nach dem ersten Akt vom Unmutsgetrampel der Engel unterbrochen wurde und deren Ende wir zu Recht nicht mehr erinnern. Du hättest mit mir, armen Schauspieler, kein Mitleid haben sollen. Engel, die Mitleid haben, sind selber schuld.